Lisa Reinheimer und ich mache dein Kind zum Klassenhelden. Darunter kann man sich vorstellen, dass ich Eltern helfe, ihre Kinder entspannt und erfolgreich durch die Schule zu bringen. Das mache ich mit drei Methoden. Das ist Montessori, Persönlichkeitsentwicklung und Lerncoaching. Die drei Dinge zusammen geben Eltern praktisch das Handwerkszeug, was sie brauchen, um ihre Kinder so zu unterstützen, dass sie eben erfolgreich durch dieses Schulsystem gehen, was eben noch so ist, wie es gerade ist. Und die vierte Sache, die mir einen großen Pluspunkt bringt, ist, dass ich selbst jahrelang im Schulsystem tätig war als Gymnasiallehrerin und genau weiß, wie Noten gemacht werden. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Spiel, das Eltern und Schüler versuchen zu gewinnen, ohne dass sie die Spielregeln können. Und die Spielregeln kann ich eben transparent machen. Und was Eltern davon haben, ist einfach, Eltern haben super, super viele Sorgen und Druck, dass aus ihren Kindern nichts wird. Also ein Beispiel, man hat eine 4 in der Mathearbeit in der 7. Klasse und eigentlich wissen die Eltern, es ist nur eine Note und es sagt nichts darüber aus, was ihre Kinder können. Aber diese Sorge, dass sie ihre Kinder schon mit 18 arbeitslos irgendwo auf der Straße sehen, die ist halt so groß. Und diesen Druck möchte ich den Eltern mit viel Leichtigkeit und Freude nehmen und halt eben auch die Sicherheit, dass sie wissen, mein Kind kennt ja seinen Weg und kennt die Kompetenzen und weiß, wie es lernt. Also ihr Kind kann alleine lernen und sie wissen, wie sie ihr Kind motivieren können. Ja, wie gesagt, ich habe selbst das Regelschulsystem verlassen und habe dann mein eigenes Schulglück an der Montessori-Schule gefunden, habe aber gemerkt, dass mir selbst dort der Aspekt mit der Persönlichkeitsentwicklung und dem Lerncoaching fehlt, weil selbst ich in meinem Lehramtsstudium habe nie gelernt, wie Lernen wirklich funktioniert. Das habe ich erst danach gelernt. Und dieses Wissen Leuten vorzuenthalten, ist für mich eine Straftat. Kinder müssen lernen zu lernen, dass sie lebenslang Freude am Lernen haben und sich eben auch selbst motivieren können auf das, was sie, also das, was sie wollen, auch lernen zu können. Und ich finde, jeder kann alles lernen, wenn er weiß, wie. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern und Lehrkräfte, Kinder dazu befähigen, Klassenheld zu werden.